Es wird immer gesagt, dass Neuseeländer super freundlich sind. Aber als ich dann hier angekommen bin, war ich echt überrascht, wie freundlich die sind. Damit habe ich echt nicht gerechnet, aber das liebe ich echt an den Menschen hier, wie freundlich die sind und wie offen und hilfsbereit. Wir sind hier am Aotea College in Porirua, das ist in der Nähe von Wellington in Neuseeland. Ich habe mich besonders fürs Aotea College entschieden, aufgrund der Lage, da wir hier direkt den Meerblick haben. Und mir war auch ziemlich wichtig, dass nicht zu viele Austauschschüler an der Schule sind, denn ich wollte jetzt nicht, dass hier 50 Deutsche an der Schule sind und ich dann die ganze Zeit nur Deutsch spreche. Also dadurch, dass das Aotea College einigermaßen groß ist, kann man wirklich sehr viele verschiedene Fächer wählen. Zum Beispiel kann man Fotografie wählen oder Textiles, das ist Nähen, aber auch zum Beispiel Woodworks, das ist also mit Holz arbeiten. Im letzten Halbjahr habe ich zum Beispiel Maori gewählt als Fach. Maori lernen wir nicht nur über die Sprache, sondern auch viel über die Kultur der Maori, die meiner Meinung nach extrem interessant ist. Mir gefällt super gut, wie wir hier aufgenommen wurden. Jeder hat uns mit offenen Armen aufgenommen und hat uns eingeladen, an unterschiedlichen Sachen teilzunehmen. Als wir hier an der Schule angekommen sind, haben wir einen Buddy zugeteilt bekommen. Und mein Buddy hat mich dann auch direkt in den Barbershop eingeweiht. Also Barbershop ist ja Singen im Chor, aber es gibt auch Quartetts. Und zwar bedeutet es im Barbershop in vier verschiedenen Tonlagen zu singen, die dann aber vereint wie eine Stimme klingen. Die Atmosphäre, die wir beim Singen haben, ist einfach super. Wir klingen einfach relativ gut, wenn wir einfach Spaß haben. Wir haben sehr viel Spaß. Und es ist auch einfach eine super Gemeinschaft im Barbershop. Und mit diesen Chören sind wir letztes Jahr im September zu den Nationals hier in Porirua gegangen. Wir waren bei den Nationals echt super aufgeregt, aber es war eine super Erfahrung. Team Aotea College war auch sehr präsent, als dann am Ende bei der Preisausgabe bekannt gegeben wurde, dass der Mädchenchor den ersten Platz gemacht hat, sind wir einfach alle aufgesprungen, haben losgekreischt. So eine tolle Erfahrung. Es war ein Gänsehautmoment. Insgesamt war Barbershop auch eine gute Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und neue Freunde zu finden. Das Gemeinschaftsgefühl an der Schule in Neuseeland ist einfach riesengroß. Ich fühle mich sehr wohl am Aotea College. Die Betreuung der International Students hier am Aotea College ist extrem gut. Ich habe immer das Gefühl, dass die Lehrer sich wirklich um einen kümmern und sie fragen einen, ja, geht's dir heute gut? Und wenn sie dich auf der Straße treffen, dann sprechen sie dich an. Es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Mir gefällt es echt gut. Also im Vergleich zu Deutschland fängt die Schule deutlich später an. Wir starten um 8.45 Uhr. Ja, aber die Tage sind auch länger. Also wir haben jeden Tag bis um 3 Schule. Also ich habe letztes Jahr im September eine Südinseltour gemacht. Da haben wir total viel erlebt. Ich habe beispielsweise in Kaikoura am Dolphin Swimming teilgenommen. In Queenstown habe ich meinen ersten Bungee Jump gemacht. Am Cape Ranga sind wir an den wirklich nördlichsten Punkt der Nordinsel gewandert. Dort steht ein Leuchtturm und da kann man beobachten, wie sozusagen zwei Meere ineinander fließen. Das ist für Maoris auch ein ganz heiliger Ort. Es fühlt sich einfach magisch an, wenn man am Cape Ranga steht, weil die Natur einfach so unglaublich schön ist. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ich würde sagen, mein Highlight der Südinselreise war auf jeden Fall Fox Glacier. Denn dort sind wir mit einem Helikopter über den Gletscher geflogen. Es war so überwältigend. Dieser Gletscher hat so riesig gewirkt und hat sich total klein gefühlt. In Queenstown sind wir mit der Gondel den Berg hinaufgefahren, von wo man echt eine super schöne Aussicht hat über Queenstown und die Umgebung. Ich habe letztes Jahr Wakaama gemacht. Das ist also ein bestimmtes Kanu. Und zwar nennt man die Auslegerkanus. Und die haben die Ureinwohner von Neuseeland früher benutzt. Und heutzutage ist es halt ein relativ bekannter Sport. Während meines Aufenthalts in Neuseeland lebe ich in einer Gastfamilie. Und mit meiner Gastfamilie verstehe ich mich echt richtig, richtig gut. Ich habe eine Gastschwester, die ist 10 Jahre alt. Und zusammen spielen wir Karten oder spielen draußen im Garten Netball. Ich verstehe mich auch sehr gut mit meiner Gastmama und meinem Gastpapa. Zum Beispiel gehen wir nächstes Wochenende zusammen auf ein Festival. Mein Zimmer ist schön hell und ich habe Blick in den Garten. Die meiste Zeit verbringe ich eigentlich, wenn ich in meinem Zimmer bin, auf meinem Bett. Denn Hausaufgaben und sowas macht man eigentlich immer im Wohnzimmer. Denn alle Familienmitglieder sind die meiste Zeit im Wohnzimmer und dann macht man einfach sein eigenes Ding. Aber man ist trotzdem zusammen. Dadurch, dass ich in Titai Bay lebe, sehe ich sehr viele Familien, die mit ihren Kajaks rausgehen zum Kajaken. Es gibt viele schöne Strände, an denen man auch viel Zeit verbringt mit Familie und Freunden.
kann das Aotearoa College auf jeden Fall empfehlen, weil man hier sehr herzlich aufgenommen wird und sich schnell als ein Teil der Schule fühlt. Also ich würde dieses Jahr in Neuseeland eines meiner besten Entscheidungen in meinem Leben bezeichnen. Es ist einfach, man sammelt hier richtig viele Erfahrungen. Ich habe relativ viel über mich selber gelernt, was ich später machen möchte, was mir wichtig sind, was meine persönlichen Werte sind. Und mir wird es jetzt an der Schule in Deutschland nicht anerkannt, aber ich denke, es wird mir trotzdem im Leben weiterhelfen, in der Berufswelt. Ja, und mein Englisch hat sich auch sehr verbessert.